Opa! Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helf trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du's gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan. Wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Hey, Genki. Es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Calebs Clean Cuts und Panafuerte? Ich liebe Panafuerte. Hast du die Arepas probiert? Vor dem Essen erst ein paar Superheldentaten. So sind die Regeln nun mal. Ja, na klar. Hier ist der Plan. Die gestohlenen Waren und die Täter finden und eventuelle Verbindungen zum Überfall auf Theos Bodega feststellen. Klingt gut. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung. Hey! Von da aus wird Calebs Block beliefert. Polizei? Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oskorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Oh Gott. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Camila hat sich gewehrt. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Sorry. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Okay. Aber wo in Chinatown? Neues? Schwer zu sagen, was wichtig ist, was will. Er ist im Weg. Caleb Ward, Überfälle gemeldet. Könnte damit zu tun. Aber da oben ist halt auch immer was los. Der Kerl muss erstmal da weg. Spider-Man, das ist ein Tatort. Verschwinde, sonst muss ich dich verhaften lassen. Ich muss unauffälliger werden. Ich hab den anderen Spider-Man ewig nicht gesehen. Er ist vielleicht in Rente. Und überlässt New York einem Jungspund? So definiert man in Rente gehen doch. Nicht sehr. Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Gibt es 12 Mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Ja, ich schick dir die Adresse. Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Hey, Spider-Man. Gibt's was Neues zu den Waren? Ja. Ich glaube, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh. Gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke.
gefälligst vom Leib! Kurz! Weg hier! Los! Nein, nein! Lass Camila gehen! Sehe ich das richtig? Camila ist in dem Auto? Ja! Das durch Manhattan rast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja! Oh mein Gott! Sie entkommen hier! Halt bitte durch, Camila! Bleiben. Hoffentlich geht's ihr gut. Camila, alles klar da drin? Hilfe! Bitte! Der Kofferraum muss auf. Bitte! Hilf mir! Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR. Bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Gracias. Du hast mir das Leben gerettet. Komm schon! Genki, Camila geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camilas in Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich melde mich. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Die wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Keiner darf mich sehen. Was glaubst du, was er da bauen will? Wohnung vielleicht. Büroflächen. Für Drogengeschäfte? Vermutlich. Ist ja leicht verdientes Geld. Aber nicht in meiner Nachbarschaft. Container hört man nichts. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter? Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an.
Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Musik für Spider-Man. Was? Jetzt hab ich dich! Runter mit ihm! Du hast keine Chance, mein Kleiner! Du bist tot! Du bist kleiner als der andere Typ! Nimm das! Er gehört mir! Du bist tot! Versuch das mal bei mir, wenn du dich traust! Nicht schlecht, Kleiner! Jetzt bin ich dran! Los, Leute! Wir dürfen gegen die... Komm schon her! Hey, halt das mal bitte! Misch dich bloß nicht ein, du Rotzlöffel! Ich hab ihn! Kerle mit mysteriösem Boss? Null. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Grüner Container mit weißem Stern. Weißer Stern, grüner Container, weißer Stern. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Ich muss das Rad blockieren. Wir schaffen. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. Spider-Man, auf ihn! Im Ernst? Noch mehr von euch? Euer Boss gibt euch Raketenwerfer? Der meint ernst! Ich mach dir Gölle! Ich werd nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert! Lass sie nicht an die Waren ran! Ich bin dran! Warum ein Friseurladen nicht machen? Die brauchen wir doch! Wir machen den Tod! Das werde ich dir einzahlen! Du bist dran. Du kannst kaum erwarten, dass sie aus Harlem verschwindet. Ich mache ich alle, Kleiner. Hilf mir hier mal. Oh.
also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helfe dir beim Transport. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke, danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Mit deiner Hilfe. Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mache gerade eine Liste. Bisher habe ich Vulture, Scorpion, Tombstone. Ich glaube nicht, dass Electro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen. Aber okay, der soll aus unserem Viertel verschwinden. Oh, zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Mach's nicht schräg. Zu spät. Das Feast Nord wurde geschlossen. Es ist viel zu kalt, um auf der Straße zu sitzen. Ich sollte als Miles gehen und rausfinden, was bei Feast los ist. Hey Genki, ich werde Gloria wegen Feast fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Gefällt mir. Hey Gloria, was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Feast-Asyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Es wäre vorbei, als ich zu Fies kam. Kein Camping-Fan? Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Feast. Oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Oh, das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Okay, verdächtig. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Becken, oder? Moment, ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kam sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und Vorsicht mit dem Messer. Sicher, danke. Warum bist du hergekommen? Dem Wasser? Die Rohre waren wohl... Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Hey, hast du Zeit? Ich arbeite an Speed Nonagon. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen bei Feast rumgetrieben.
Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. Ich war eine Weile in dem anderen Asyl. Muss mich umziehen. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. Führt in einen Gully. Er stopft von Müll. Klar, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsse-Projekt in der 4. Klasse. Die sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber, ja. Steig nicht in den Harzen. Sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Okay, Bankraub und Umspannwerk verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir es raus. Meinst du, er wird wieder Schutzgeld kassieren? Das erstmal läuft. So mir gusto. Das ist ja alles im Griff. Sind wir nicht deswegen hier? Eins muss man dem Boss lassen. Der Einzige. Hallo, bitte lass mich dir helfen. Geist, das ist ein Geist. Ist das ein Spezialeffekt? Was geht denn hier ab? Ich mach dich alle. Verschwinde einfach, dann wird die... Ich kriege Spider-Man. Vielleicht sind wir euch bezahlt. Danke. Du musst die Pumpe einschalten. Hey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow, total fett. Sekunde, hier ist ein Ventil. Das hier hat eine Druckanzeige. Muss ziemlich alt sein. Oh, Mist. Oh, schneller Netz. Der Wasserdruck muss genau mittig sein, sonst könnten die Rohre wieder brechen. Nein, der Wasserdruck ist zu hoch.
Ich muss warten, bis er sinkt. Ich muss das Rohr anspinnen. Erstes Ventil, jetzt noch zwei. So, wir waren bei der Lektüre für die Winterpause. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow, total fesselnd. Bist du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Ich bin da. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Alter. Ist das kalt? Kalt, 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 kalt. Das waren zwei. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Hey, weiter so, was ist das? Das ist meine Frage. Sie sind überall. Hey, Jungs, sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade. Das hier geht dich gar nichts an, Spider-Man. Das hier ist eine Privatangelegenheit. Hau lieber ab. Willst du dich nicht anlegen? Verzieh dich, Spider-Kid. Deshalb lässt man die Finger von Asyl. Wir sind in der Überzahl. Gute Nacht. In Ruhe lasst. Lass ich euch in Ruhe. Vielleicht. Noch könnt ihr abhauen. Zum Druckventil. Das sollte passen. Jetzt muss ich das Wasser am Pumpwerk anstellen. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Fies Nord schicken und die Schließung aufheben. Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht, kommt sofort. Alle schon wieder. Ich muss sie unbedingt loswerden. Schlaf gut. Hast du den Boss eigentlich schon mal besucht? In seiner Zelle? Besuch ist nicht erlaubt. Man kann ihn nur über die Videoschalte im Keller kontaktieren. Dass die Wachen ihm eine Webcam erlauben. Sag mir, für wen ihr arbeitet! Im Leben nicht! Macht ihn fertig! Sag mir wenigstens, wo er ist, dann hole ich ihn mir selbst. Zeig mir, was du kannst! Verdammt! Du bist tot! Spielen wir!
ich habe Neuigkeiten. Ihr Boss sitzt im Raft. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation mit seinen Leuten draußen kappen. Sehe ich mir an. Jetzt das Wasser anstellen. Dann mal Wasser. Marsch! Super Timing. Der Prüfer ist gerade angekommen. Sie sollten bald wieder öffnen können. Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, die Gründe, warum dieser Boss es auf Feast abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau, aber wir haben es verhindert. Yay, Team! Sorry. Spider-Man? Der Neue? Guten Tag. Oh, Spider-Man. Hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich hab da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Hey Gloria, Miles hier. Das Feast Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gern doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Okay. Tschüss. Hey, ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, du kennst sie. Von der Kundgebung, weißt du noch? Straßenkünstlerin, spricht Gebärdensprache. Oh ja, sie ist cool. Ich warte auf deinen Post. Cool. Bis später.